Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußball Manager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei eurem Sphinx Mido und damit herzlich willkommen. Wir stehen hier vor dem 22. Spieltag der Scottish Championship, heute mit dem 22. Spieltag. Die folgenden Begegnungen stehen heute an: Alloa Athletic gegen Queen of the South, Falkirk gegen Codenbeath, FC Livingston gegen Raith Rovers, Hibernian Edinburgh gegen Dumbarton und unsere Partie, nämlich die Partie Hearts of Midlothian gegen Glasgow Rangers. Wir mit einer Top-Saison bislang, mit einer guten Form. Das Hinspiel ging mit 4:1 aus und dann würde ich sagen, geh mal rein, Textmodus ist hier angesagt. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Freitag und dann sagen wir heute... So, geht draußen, spielt ordentlich Fußball und damit auf geht's, Glasgow. Unter der Schiri-Leitung von Callum Murray. So, sag mal gleich, volle Konzentration an sein Zimmer, schon voll konzentriert. Es ging aber schnell. Dritte Minute, erste Chance. Hundertprozentige gleich. Deli taucht plötzlich alleine vor Neil Alexander aus, doch statt zu schießen, schlägt der erfahrene Mannschaftskapitän noch einen Haken und vertändet so die Chance. Schade. Und ich habe mich jetzt hier vor der Folge nochmal aufgemacht und schon versucht, die ersten Verträge anzusetzen, mit denen wir verlängern wollen. Mal schauen, ob wir es geschafft haben. Sehen wir jetzt dann im Nachbericht und so weiter. Cameron Bell wollte ich versuchen, aber da stand dann die Information da, dass erstmals schon Deli verlängern sollte, bevor er verlängert. So, schlechte Sicht hier im Tiny Castle zu Edinburgh. Wir spielen ja hier gerade gegen die Mannschaft vom lieben und guten Baumader. So, und der Gegner hat hier die Chance durch Ryan Stevenson. Wir können ja mal hier in den Gegner gucken. Also ein paar bekannte Gesichter vom Baumi kennen wir ja. Mit Daniel Wilson, Brad McKay, Neil Alexander. Und ansonsten war es eigentlich so gut wie. Callum Patterson hier noch, Gary Oliver. Ansonsten ist der Kader hier mehr oder weniger anders aufgestellt. So, Chance für den Gegner, für die Hearts. Verwirrung im Strafraum, keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Heskey die Kohle, zieht aus kurzer Distanz ab, aber Cameron Bell ist zur Stelle. So, wieder Möglichkeit der Hearts hier. Hearts of Midlothian ist in der Offensive in Überzahl, aber Quentin Pereira macht es allein, zieht ab, Cameron Bell kann parieren und die Konterchance ist dahin. In der Realität haben die Hearts jetzt zuletzt gewonnen. Am Wochenende mit 2:1 gegen Glasgow Rangers. Von daher sind sie gerade in der Realität sehr erfolgreich. Deli fälscht den Ball hier mit der Hacke ab. Neil Alexander ist chancenlos. Aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Genau auf diese Textstelle wollte ich gerade warten. Schade, das wäre die 1000-prozentige Chance hier zur Führung gewesen. Aber vielleicht kommt sie noch. 37. auf der rechten Seite steht Deli völlig allein, doch Muniel Haddadi probiert es aus der Distanz selbst. Sein Strammerschuss verpasst aber das Gehäuse von Neil Alexander. Nächste Möglichkeit, 38. Ian Black schickt mit einem langen Pass Kevin Kyle auf die Reise. Der abgezockte Stürmer flankt von links auf Ryan Gold, doch Wilson kann den Ball zur Ecke abgrätschen. Schade, jetzt erstmal die Ecke von Ian Black. Wilson gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Die jetzt hereinkommt mittlerweile, die vierte Ecke hier im Tiny Castle. Und George McCartney kann hier klären. Also wir haben durchweg gute Möglichkeiten, aber bringen nichts unter. Jetzt Riesenchance in Edinburgh. Kurz vor der Pause die Konterchance für die Rangers, vielleicht passiert hier doch noch etwas. John Deli läuft ganz allein auf Neil Alexander zu. Zieht ab. Aber Neil Alexander ist unten und hat den Ball. Schade. Schade, schade. Und nochmal schade. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Wir haben ja dann noch eine gute zweite Halbzeit. 2 Minuten Nachspielzeit hier in Edinburgh im Tiny Castle Stadium. Gibt es hier noch die Chance? Nein. Abpfiff zur ersten Halbzeit. Es bleibt beim 0:0. Eine recht müde Partie heute.
So, motivieren hier mal gleich. Zwei Spieler, die nur eine Massage brauchen. So, Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Und dann können wir eigentlich gleich reingehen. Sehen hier Templeton mit einer 73, Delhi mit einer 72. Also wir haben schon ein paar 70er mit dabei, die wir natürlich später für die erste Liga brauchen werden. Sonst haben wir es als Aufsteiger schwer, eine Liga zu halten. Wir wollen ja, so lautet der Plan ja, sehr offensiv in die Sache dann reingehen, wenn wir aufsteigen. Nämlich dem Ortsrivalen von Celtic auf jeden Fall das Leben schwer machen. So, Edgaras Jankauskas wird eine solche Halbzeit nicht nochmal sehen wollen. So, die Fans von Hearts of Midlothian feuern ihre Mannschaft jetzt trotz der Kälte mit nacktem Oberkörper an. Das sieht cool aus, aber morgens sind sie krank und können nicht in die Schule. Naja. Hier wäre ja morgen Samstag, von daher wäre das nix. Wir haben ein Eigentor. Daniel Wilson. Ganz, ganz bitter. Aber vielen Dank, Daniel Wilson. Du machst einen klasse Job. 1 zu 0 die Führung. So, jetzt die nächste Möglichkeit. Ryan Gold mit einem schönen Distanzschuss aus 27 Metern. Neil Alexander kommt nicht mehr ran. Der Ball ist drin. 2-0. Traumtor hier von Rheingold, sechstes Tor in der Saison. Klasse Leistung. Jetzt sieht es doch wieder ordentlich aus. Jetzt kommt Jamie Walker für Ryan Stevenson. Mal gucken, müssen wir den hier bemannen? Also doch, mach mal. Und jetzt machen wir dann auch gleich hier den Dreizack. Obwohl, nee, wir machen den Zweizack. Heute mal mit Zivkovic und Martial. Und Mattia Valotti darf mal wieder ran. Haben wir, glaube ich, mehr davon. Jetzt Standing Ovations für Rheingold, der das Tor hier gemacht hat. Richairo Zivkovic für Delhi. Und Martial für Kevin Kyle. Also Jugendforsch, kann man hier sagen. Wir haben jetzt noch 26 Minuten hier in Edinburgh. Der Gegner wechselt jetzt Callum Patterson ein für Jermaine Sheenis. Heißt sie, dass Signorino hier decken soll? So, nächste Möglichkeit. 68. Spielminute beim Konter über Valotti gelangt das Leder zu Templeton, der nach innen flankt. Brad McKay rettet vor Zivkovic zur Ecke. Die jetzt hereinkommt von Ian Black. Zirkelt den. Oh Mann, schade. Der Ball von Martial geht hier klar drüber. So, nicht die Möglichkeit zum dritten Tor hier. Vielleicht jetzt, 69. Minute, 100%ige. Blitzschnell kontern sie da. El Haddadi passt auf Valotti, der auf Richairo Sivkovic, der locker einschiebt. Wir haben das dritte Tor, Richairo Sivkovic, mit seinem nächsten Joker-Tor. Sechstes Tor in der Saison, 9. Vorlage von Mattia Valotti. Bester Einstand hier. Und nach dem 3:0 können wir hier den Einsatz natürlich wieder konsequent herunterfahren. Auf 50%. Soderle. Jetzt die gelbe Karte für Mehdi Sefane, der hier ein klares Foul an David Ulm begeht. Damit wir ihn nicht verlieren, schrauben wir die Tacklings herunter. So, und Chance für die Hearts. Einen ungenauen Pass von Signorino kann Cameron Bell nicht mehr laufen. Es gibt daher Eckball für Heart of Midlothian. Der reinkommt von Callum Patterson. Stefane kann Gillissen gerade noch so beim Kopfball behindern, dass dieser den Ball nicht mehr richtig platzieren kann. Damit geht das Leder etwa 3 Meter am Kasten vorbei. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Heart of Midlothian hat damit seit 300 Minuten kein Tor mehr erzielt. Selbst so rum ist es eine
ein Tipp, dass der Gegner auch noch ein Tor machen kann. Aber es sieht hier relativ ruhig aus. Jetzt 89. Minute. Eine Flanke von Callum Petersen wird abgefälscht in seiner echten Herausforderung für Cameron Bell. Diese meistert er aber sehr gut. Aber Petersen jetzt hier mit einer Ecke. Heskey köpft die Ecke in Rückenlage irgendwie aufs Tor, aber Bell ist zur Stelle und wehrt zur nächsten Ecke ab. Also nochmal gute letzte Offensivbemühungen hier von den Hearts of Midlothian. Hundertprozentige. Und ich denke mal, das müsste der 1:3 Anschlusstreffer sein. Cameron Bell weiß da nicht, ob er rauslaufen soll. Aber er bleibt dann doch hier gegen Heskey Sieger. Eine Minute Nachspielzeit. Wieder die Hearts mit der Möglichkeit. Freistoß von Quentin Pereira. Quentin Pereira zirkelt einen Freistoß von links vor das Tor. Bell bleibt auf der Linie und David Ulm verpasst seinem Getümmel nur knapp. Schlusspfiff. Wir gewinnen mit 3:0 gegen die Hearts of Midlothian, gegen die Mannschaft von Baumader. Fazit: verdienter Sieg für die Glasgow Rangers, dass sie ihre Chancen im Gegensatz zu ihren Kontrahenten genutzt haben. Zu den Statistiken: 14:9 Chancen, 61:39% Ballbesitz, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht der Begegnung Hearts of Midlothian gegen Glasgow Rangers. Wir gewannen mit 3:0 heute, bester Mann von uns Cameron Bell mit einer 1,5 Klasse Spiel gemacht, genauso wie Christopher Chillier und Wayne Gould, die die gleiche Note erzielt haben, war Lotti mit einer 2, Sivkovic mit einer 3, Martial heute nicht so glanzvoll mit einer 4. Beide Ansprachen haben funktioniert. Beim Gegner Callum Petersen, der Eingewechselte, mit einer 2,0 bester Spieler. Ansonsten Wilson heute schlechtes Spiel gemacht mit einer 5 und einem Eigentor, der uns damit auf die Siegerstraße geführt hat. Jetzt zu den Statistiken. Da sehen wir es hier: 6:3 Schüsse, 4 aufs Tor, 2 daneben, 8:6 Chancen zugunsten von uns. Von den Pässen her waren wir gleich auf und vom Ballbesitz haben wir 61:39% Ballbesitz und Cameron Bell ist hier Spieler des Spiels. Und da will ich wirklich gucken, dass wir mit ihm verlängern können. Der wollte jetzt im Moment noch nicht, weil er die Verlängerung von der Verlängerung von John Daly ausmacht. Livingston gewinnt hier 4:2 gegen die Race Rovers. Alloa 0:0 gegen Queen of the South. Falkirk mit dem 2:2 gegen Coden Bath. Wir mit dem 3:0 in Hibernian Edinburgh schlägt dann Barton hier mit 2:1. Damit sind wir Tabellenführer nach wie vor mit 15 Punkten Vorsprung auf Hibernian, dann Queen of the South mit 32 Zählern und unten Livingston, Race Rovers und Coden Bath. So, in die Premiership immer noch Celtic vor St. Johnston, hier 10 Punkte der Vorsprung. Und in England sehen wir immer noch Chelsea, Liverpool, die Spurs, die jetzt auf dem 3. Platz sind, 4. Newcastle, 5. Man City. Everton, Arsenal auf den Plätzen 6 bis 8, Manchester United, die hier abgefallen sind. In der Realität sind sie gerade mittlerweile wieder in der Topspur. Ich glaube, 4. müssten sie sein. So, zu den Stimmen. Das sagte heute Edgaras Jankauskas, der Trainer von Hearts of Midlothian. Es ist nicht die erste Mannschaft, die bei uns mit Glück gepunktet hat. Aber wir dürfen uns nicht beschweren, wenn man kein Tor schießt, kann man auch nicht gewinnen. Es ist normal, dass die Zuschauer enttäuscht sind, dafür habe ich Verständnis. Und schon wieder hier das Zitat, 6 vor dem Spiel, das können meine Jungs halten, wie sie wollen, nur in der Halbzeit, da geht nichts. Zitat des Tages, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Jetzt zu den 11 des Tages, sehen wir heute 3 von uns in der 11 des Tages mit Julia, McGregor und Brian Gould. Und Scott Smith, 4 Spieler des Tages, Callum Petersen hat es auch reingeschafft von den Hearts. Teamleistung heute beste mit einem Schnitt von 2,64 in der Saison, nach wie vor ein Schnitt von 2,86. Beste Spieler James Collins führt jetzt vor Heffernan, John Daly auf der 3. Und nach 22 Spieltagen haben wir einen Viererpack hier bei den notenbesten Spielern mit John Daly, Callum Gallagher, Kevin Kyle und Cameron Bell. Jetzt zum Fair Play. Sind wir nach wie vor die fairste Mannschaft trotz 16 gelber Karten. Und dann können wir weitergehen. So, Kevin Kyle soll gehalten werden, wie mit dem ersten Angebot. Ist es bei den anderen Spielern genauso? Schauen wir einfach mal. Scott Brown entscheidet das Top-Duell für Celtic Glasgow. 3,2 Millionen wert. Und da habe ich beim Baumi vor kurzem gesehen, dass sie ein Top-Talent haben in der Jugend.
der schon 11,5 Millionen Marktwert hatte. Ausland, Kevin Nolan ohne Gnade, zwei Treffer gegen Queen auf gegen Newcastle. Kombouaré übernimmt den Aufsteiger aus Lens. Also sieht es da momentan auch nicht so gut aus. Gucken wir mal, auf welchem Platz Lens jetzt momentan steht. Hier auf Platz 17, okay. Ist auch so ein Traditionsverein, die Mannschaft aus Lens mit dem Felix Bollaert. Ein wirklich schönes Stadion, was sie da haben. So, Kombouaré ist da der Trainer. Kombouaré müsste mal der Trainer von Marseille gewesen sein in der Realität. Dann können wir endlich weitergehen. Sehen jetzt hier einige Interessenten an Dean Shields, den ich ja nicht mehr haben möchte. Und da haben wir einige. Die Raith Rovers, Kilmarnock, Livingston, Bielefeld und Hibernian. Also ich würde ihn dann zu Bielefeld gehen lassen. So, dann werde ich das hier versuchen in die Höhe zu schnellen. Damit das auch nicht funktioniert. Ist auch schon gescheitert. So, Dean Shields darf die Rangers nicht verlassen. Doch, verlassen darf er sie, aber zu einem anderen Verein. So, hier ein paar Transfers jetzt. Ambrosio von Inter zu Sampdoria. Tusfan zu Fenerbahce. Fenerbahce ist so ein Verein, den ich auch sehr interessant finden würde, mal zu trainieren. Weil sie schon einige gute Leute mit dabei haben. Emenike, Diego, Raul Meireles, Moussa Sow, Demirel. Also es wäre eigentlich durchweg mal interessant, so einen türkischen Verein zu führen. Habe ich jetzt im FM14 aus dem Spielstand heraus mit Hertha gemacht, bin ich dorthin gewechselt. Habe mir dann einige Spieler hinschicken lassen, wie Gündoğan hier zum Beispiel. Gerüchteküche, können wir mal gucken, ob irgendwas für uns hier mit dabei ist. So, hier ein paar. Dann können wir eigentlich voranschreiten. So, nehmen Musik wieder rein. So, Mannschaft der Woche. Aber Ryan McGould, sagt Ryan Goulds. Mannschaft hat gut gespielt. McGregor kann man es auch mal sagen. Wehrt es auch ab. Und Schuldier kann man nichts sagen. So, Dean Shields, die Raith Rovers. Auch hier 300.000. Kilmarnock aus der ersten. Da machen wir auch mal die 300.000. Hier, Bielefeld haben wir ja gesagt, nehmen wir an. So, da sollte ein bisschen mehr Geld gezahlt werden von Adelaide. So, und gucken wir mal, ob er zu Bielefeld wechselt. So, 103 Spieler vor unsicherer Zukunft. Sortieren wir mal nach Alter, ob ein Talent mit dabei ist. So, sieht mir aus, dass da schon ein paar dabei wären. Aber von der Stärke her ist es dann auch so eine Sache. Die Stärksten sind nämlich bei uns schon. So, in der Premiership läuft Goodwill aus. Dann auch Clark, Davison, Craig. Und gucken wir mal in die anderen Ligen. Österreich. Schima, Gebauer, Kinas, Mader. Isaac Forsa. Da hätten wir aber nicht die Chance. Alex Walke. Auch da nicht. Gucken wir mal nach Deutschland. Hüntelaar, Pizarro, Reinhard, Uchida. Laufen schon ein paar Top-Leute aus. Karius wäre da eine Möglichkeit, aber will nicht. Mali, der kürzlich für die U21 gespielt hat. Auch nicht. Jimmy Briand. Es gibt durchweg interessante Leute hier in der Bundesliga. So, zweite Liga. Da gibt es selbst da wahrscheinlich keine Leute. Dritte vermutlich auch nicht. Ja, entschieden zurück, da haben wir keine Möglichkeiten.
Nehmen trotzdem mal ein paar hier mit auf. So. Seht ihr, Amina Bielefeld, neuer Favorit für Dean Shields. Er möchte wohl noch ein bisschen nachhaben. Nehmen wir mal 430.000. So, Ablöseverhandlungen sind gescheitert und er wechselt zu Bielefeld. Bringt uns dadurch nochmal 250.000. So, Law weist das Angebot zurück. Können wir ihn dann eigentlich auch so abgeben? Na, leider nicht. Oder wir versuchen es demnächst halt nochmal. So, mal gucken, ob es mit den anderen hier klappt. So, Rekordtransfer von Arminia Bielefeld. So, jetzt sehen wir es hier. Das Angebot ist schon sehr fair. Jetzt müssen wir da eigentlich nicht viel machen. Vielleicht noch eine kleine Auflaufprämie. Erstes Länderspiel. So, nicht akzeptabel das Angebot von John Daly. Also das wird dann happig für uns. 550. Mal gucken, ob wir hier eben eine Torprämie noch reinklappen. Reingeben können. Vielleicht hier noch eine Klausel. Also das bringt schon was hier. Eine jährliche Erhöhung. So, Nichtaufstieg. Ablösefrei. Abstieg von mir aus ablösefrei. So, mal schauen. Lächerlich bei Kevin Kyle, okay. So. Versuchen wir es genauso. Kriegt dann halt auch noch eine Erhöhung hier. Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt, das bringt nicht so viel. So, dann fangen wir hier mal bei 450 an. Und gucken einfach mal, ob das klappt. Jetzt steht erstmal die Partie hier an gegen Codenbev. So, an diesem 23. Spieltag Queen of the South gegen Hibernian Edinburgh, dann Glasgow Rangers gegen Codenbev, gegen den Tabellenletzten und dann Barton gegen Livingston. So, haben 10 News und sehen hier schon einige Vertragsverlängerungen. Daly hat verlängert und Kevin Kyle, klasse. So, dann haben wir das zumindest schon mal ein bisschen geplant. Und da Daly verlängert hat, können wir es jetzt mit Bell nochmal versuchen. So. Wer jetzt genau zuhört im Hintergrund, kann da mein Intro-Lied hören. So. Dann haben wir das auch soweit und können jetzt in die Personalie Cameron Bell noch eintauchen. So, weil jetzt können wir's. So, ein Jahr. Dann machen wir zwei. Standplatzgarantie, Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt. So, mal gucken, wie machen wir's bei ihm hier. Option noch mit rein, Option für Verein, Nichtaufstieg, ablösefrei, Anteil am nächsten Verkauf. So, mal gucken. Also es geht schon. Fangen wir mal mit 350 an. So. So, sag mal hier 500. Teamvergleich müssen wir eigentlich nicht viel machen. Ist ja der Tabellenletzte. Aber selbst da sollten wir mit der Konzentration reingehen. So.